Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben 4 der 5 Tempelschlüssel gesammelt und wollten jetzt mit Satoras reden. Ich habe die 4 anderen Schlüssel übrigens. Ich habe die 4 anderen Schlüssel. Was jetzt? Wir werden hier draußen die Stellung halten, während du den Tempel öffnest. Und zieh nicht mehr Aufmerksamkeit auf dich als notwendig. Geh rein, hole das Artefakt und sieh zu, dass du wieder rauskommst. In einem Stück. Okay. Finde die 5 Schlüssel für den Tempel Al-Shaddim. Erfahrung plus 5000. Und Tempelschlüssel erhalten. Okay, das speichern wir. Also, wie öffne ich jetzt den Tempel? Jetzt bin ich neugierig. Wir haben jetzt alle 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alle 5. Oder ist das nur für hier draußen? Tempeltür. Nein. Ich glaube, da drinnen ist etwas, was mich angreifen will. Wegen dem ich das nicht öffnen kann. So nicht. Das bringt nichts. Kann ich da durchsehen? Vielleicht anschleichen und dann aufmachen? Tür öffnen. Na siehst du, geht doch. So, was ist jetzt mit dem Blickwinkel? Der ist ganz komisch. So, den haben wir. So. Der Blickwinkel war jetzt gerade ganz komisch. So, jetzt ist es wieder ganz normal. So, Holzschild. Und rostiges Schwert nehmen wir mit. Wegen den Skeletten. Hat das gerade erstmal nicht geklappt. Weil die mich da irgendwie sehen konnten. Sind aber auch schon ein paar mehr. So, den haben wir erledigt. Nehmen wir mit. Da ist der nächste. Da! So. Da kommt schon wieder der nächste. Versuch den auch mal rauszulocken.
So, komm. Komm, ich lock den auch mal raus. So, nehmen wir alles mit. Nein. Ich kann ja nichts machen. Tempeltür nochmal aufmachen, natürlich. Warum denn nicht? Okay, habe ich eigentlich die Dinger noch im Inventar? Nein. Okay, speichern wir und dann gehen wir mal rein. Ich hoffe, es sind aber nur die Skelette. Hey, nicht hinter mich, ja? Böse, aus. So. Haben wir erledigt? So, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. So. Und ich bin sofort wieder da. Ich bin ein Moment, ja? So, da bin ich wieder. Musste ganz kurz eine Nachricht antworten. So, die Pfeile nehmen wir mal mit, die hier rumliegen. Pfeile kann man immer gebrauchen. Und wenn die ihre verschwenden, warum nicht? Haben wir dann umso mehr. So, nochmal speichern oder gehen wir rein? Gucken, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, keine Zombies. Die Zombies oder Mumien, die nerven mich am meisten. Skelette habe ich eher weniger ein Problem mit. So, komm. Nein! Was war das denn gerade, hä? Sehr interessant auf jeden Fall. Erledigt, nice. Nein, nicht die Tempeltür. So. Dann nochmal was futtern, würde ich sagen. Ach, hier liegt auch noch wieder ein Pfeil. Müssen wir auch noch mitnehmen. So, speichern und rein da, dann. Okay, nur er. So, perfekt. Der hat sonst nichts. Und nochmal speichern. Okay, Skelett. Na komm. Jo, schnell weg. Jetzt brauche ich dringend einen Heiltrank.
Ja. Haben wir beide erledigt. So, hier liegen auch noch ein paar Pfeile. So, das nehmen wir auch mit. Und noch einmal speichern. Vielleicht auch... Komm, wir essen mal ein paar Heilpflanzen. Davon haben wir ja jede Menge. Auch wenn ich aus denen lieber Heilbänke machen würde, aber... Fläschchen kriegen wir einfach zu wenig. Nochmal speichern. Und Wasser auch irgendwie zu wenig. So, wer kommt da jetzt? Ich lock den mal anders an. Kommt da noch einer? Wechsel mal zur Fackel, damit ich auch mehr sehe da drinne. Ach nee. Ausgerechnet Mumien. Meter Abstand. Mumien mache ich niemals Nahkampf. Die boxen mir zu schnell. So, noch ein bisschen, dann haben wir ihn. Ja. Ich glaube, das speichere ich auch noch einmal. So. Jo, ich glaube, ich ergreife hier einmal ganz kurz die Flucht. Bis hierhin. Und wechsel wieder auf Schild. Hierhin gehe. Ah, immer diese untoten Hohepriester, ich hasse die. Verdammt. Ich brauche irgendwie mehr Schutz gegen Magie. Ich glaube, das wäre mir wichtig, wenn ich jetzt irgendwie auch noch das hätte. So. Schwere Truhe. Was haben wir hier eigentlich?
Magisches Erz. Okay, nochmal speichern. So, und den jetzt hierhin locken. Kommt er? So, wenn ich jetzt versuche hierhin und dann auf die 3 wechsle. Der müsste dann gleich hier hinkommen. Die. Kann ich vielleicht Lester zur Hilfe holen oder so? Würde ich wohl machen, also eben kurz Lester dazu zur Hilfe. Wer hat mich jetzt im Visier? So, Lester. Lester, komm mit. Komm mit. Gut. Ich speichere dann einmal. Weil wir jetzt Lester mit haben. Dann soll er uns ein bisschen helfen hier. Dass er auch kein Problem hat, hier mit runter zu knien. Ganz wie. Ah! Oh! Ah! Ich hoffe, Lester überlebt hat. Okay, schnell Abstand. Da ist ja noch einer. Das wäre ein bisschen zu heftig, hier jetzt. Es tut mir leid, Lester. Ich habe keine Heiltränke mehr. Die
Kampfmusik läuft immer noch. Okay, jetzt wieder nicht mehr. Ich speichere einmal. Ist der nämlich schon hier? Nein! Der eine hat mich gekillt. Verdammt. Ich hasse diese Zauber von denen. Ich hasse diese Hohepriester. Diese untoten Dinger. Okay, der eine kommt hier hin. Versuchen wir, den mal hier hin zu locken. Dann können wir zu zweit einen erstmal erledigen. Also erstmal die Untoten. Ganz wie du willst. Die Skelette. Lester, gegen wen kämpfst du da jetzt? Nein! Nein, vielleicht mal so? Oh, fast hätte ich Lester getroffen. Macht er da jetzt? Nein! Kann man da was gegen machen? Gegen die? Also, dass die schneller drauf gehen? Ich speichere einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben Lester noch hat. Er darf keine Chance haben, der hat seine Waffen gekriegt. Versucht ihn mal rauszulocken. So, ich brauche wieder mehr Leben. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Lester gegen den anderen da ankommt.
So, den hätten wir aber gleich schon. Da. Oh oh. Ich habe so Gefühl, Lester ist tot. Oh. Da. Ich glaube, Lester ist tot. Ich hoffe, Lester lebt noch. Hätten wir vielleicht nicht jemand anderen mitnehmen sollen und nicht Lester? Wenn er jetzt tot ist, müssen wir mit leben. Wenn wir jetzt diese Stelle gespeichert haben. Kann ich die vielleicht auch zu irgendwelchen anderen rüber schicken? Zum Nomaden vielleicht? Kommen hinterher. Nein. Der hat mich getroffen. So, ich werde mal versuchen, hier mich nochmal aufzuladen mit Essen. Ich glaube jetzt. Obwohl. Der wird jetzt. Nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Du da. Hast einen Namen? Wutras. Einmal mitkommen, bitte. Ich hoffe, ich finde Lester noch lebendig. Alter, das war knapp. Oder Wutras? Du willst es nicht begreifen, was? Okay, jetzt, solange die beiden miteinander beschäftigt sind, kann ich nochmal eben was futtern. Und dann helfen hier, und dann hoffen wir, Lester lebt, dass er das überlebt hat da drinne. So. Der ist aber noch hinter mir her, okay. Gezeigt. Ja. Dich wird niemand vermissen.
Okay, wie viel Leben hat Butras noch? Der hat nicht viel verloren, okay. Aber für Lester, der war jetzt richtig heftig da drin, ne? Ich muss ihn da befreien. Aus der Scheiße, wo ich ihn reingebracht habe. So, noch ein bisschen was futtern. Gleich haben wir keine Pflanzen mehr. So, jetzt ist nur die Frage. Wer hat mich jetzt hier im Visier und wo? Ich sehe nichts. Der hier, okay. Den locken wir raus. Machen das gleiche Spiel mit ihm nochmal. Ist er schon da an der Tür? Ja. Hier geblieben. So, der soll jetzt auch bitte hochkommen. Butras ist wieder voll. Wo bleibt er jetzt? Hä, wo ist der hin? So, nicht sein Ernst. Solange wir auf Abstand bleiben. Nein, der ging daneben. So. Da ist noch so ein Mistvieh. Ja, Butras. Geh auf ihn los. Dich wird niemand vermissen. Okay, scheiß auf die Punkte. So, jetzt ist die Frage. Lester, bitte sei am Leben. Wir haben Lester verloren. Wann hatten wir zuletzt gespeichert? Hier war er noch im Kampf. Verdammt.
Wir müssen mit leben, dass wir Lester verloren haben. Einen unserer Freunde. Ruhe und Frieden, Lester. Wir müssen mit leben. So. Kriegen wir die auf? Adanos Robe. Finde die Robe. Die hatten wir schon. Boah, das mit Lester tut mir jetzt echt leid. Aber wir werden damit leben müssen, dass wir jetzt Lester verloren haben. Da geht's zu Saturas. Hey, es fällt mir gerade voll schwer, irgendwie noch was zu sagen. Jetzt. So, achso, das ist ein Mix hier. Hatten wir das hier eigentlich gelesen? Uninteressant. Wahrscheinlich ja. Und die? Das kenne ich schon. Okay, die hatten wir gelesen. So, Saturas. Ich habe das Artefakt gefunden. Du hast es mal wieder geschafft. Wie? Dann bring jetzt das Artefakt in Sicherheit. Und was habt ihr jetzt vor? Was wohl? Dein Ausflug in den Tempel hat mehr Unheil angerichtet, als ich befürchtet habe. Ja. Irgendjemand muss sich darum kümmern, dass hier aufgeräumt wird. Und das werde ich wohl sein. Okay, was bringt mir eigentlich jetzt die Robe, die wir haben? Warte, benötigt das Alterswissen 300, um die tragen zu können? Energie, Schutz vor Energie, Eis, Feuer, Geschossen, Zerschmettern, Klingen, Bonustalent, Wassermagie. Ja, gut. Ich behalte die Robe mal. Und dann Weltkarte. Morasul, da haben wir ja auch noch einen Tempel, der ist da im Süden. Da brauchen wir auch noch ein paar Schlüssel. Boah, aber das mit Lester tut mir gerade echt leid, aber wir werden damit leben müssen. Weil ich jetzt so doof war, auch noch an beschissenen Stellen zu speichern. Ja, egal. Wir gehen jetzt nach Morasul. Und wir haben da ja auch noch Ilja will ein Artefakt aus dem Tempel. So, öffne die Tempel. Kalisch will die Tempelschlüssel von Morasul. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Nein, ich bleibe hier im Tempel und bewache den einen.
Du bist ein Morra, einer von ihnen. Du wirst nach Morasulke. Bring mir die restlichen 4 Schlüssel zum Tempel. Finde den 4. Tempelschlüssel. Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut, wir sind beide Geschäftsmänner. Ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei rum. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes drehen und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Ach, dafür waren die 10.000. Stimmt, für den Schlüssel. Jo, was war das denn jetzt? Das war extrem am Ruckeln. Ja gut, dann, wir haben ja das Geld. Und bei den Orks habe ich ja eher weniger ein Problem damit, dass die jetzt hier draufgehen, sagen wir so. Lester, das hat mich jetzt innerlich sehr wehgetan, sagen wir so. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass die Freunde hier auch draufgehen können. Okay, das waren aber auch einfach zu viele untote Hohepriester. Hätte ich lieber Lester nicht mitgenommen und alle auf Wutras gehetzt. So. Gonzales? Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Nochmal ein Level up. Wie viel haben wir jetzt? 22 hier? Stufe 51 sogar. Gibt es eine Möglichkeit der Wiederbelebung, dass ich Charaktere aus dem Reich der Toten zurückholen kann? Dass die dann halt eben keine Zombies werden, meine ich. Glaubst du wirklich? Du solltest meinen Rat annehmen. So, okay, der eine Tempel ist eigentlich hier im Süden direkt. Können wir den sehen? Ja, da hinten. Wie kommen wir am besten da jetzt hin? Beziehungsweise ich muss jetzt eben nochmal eine kurze Unterbrechung machen. Ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Ja, sorry für die Unterbrechung, aber ich musste eben nochmal kurz wo antworten und habe Energy nochmal nachgefüllt hier. Ja, diesmal auch eigentlich heute eher im Glas. Komme ich hier heile runter? Naja, ich verliere ein bisschen Leben. Okay. So, aber wir wollen jetzt zum Tempel von Morasul. Der eine Ork hat da ja auch noch einen Schlüssel. So. Und ich bin auch nebenher nochmal ein bisschen hier jetzt wieder bei Hel auch noch jetzt am Aufpassen, am Moderieren vom Handy aus. So. Gibt es hier noch mehr? Varane, Snapper, sowas in der Richtung? Ich hoffe nicht. Ah, mir tut das aber immer noch in der Seele weh, dass wir Lester verloren haben. So. Hier sind die Orks. Wer war denn das mit dem Schlüssel? Asim? Ach, hier. Nochmal ein bisschen Wasser trinken. Wir sollten den Mauers eine Lektion erteilen. Das bedeutet nichts Gutes. So. Wir werden es ja
Komm, noch mal ein bisschen voll machen hier. Von mir erfährt niemand etwas. Wir hätten wirklich Lester nicht mitnehmen dürfen. Kalesch. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Gib sie mir und zwar schnell, verstanden? Ein Moment mal. Was habe ich davon? Ich muss hier meinen Auftrag erfüllen und du warst ein nützliches Werkzeug. Doch jetzt, wo die Schlüssel hier sind, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Verstehe. In diesem Fall werde ich dir überhaupt nichts geben. Gib mir die Schlüssel, sonst hack ich dir den Kopf ab, dreckiger Morrer! Ich hack dich in Stücke! Hey! Yo! Okay, warte. Wieso ruckelt das jetzt so viel? Heißt das, ich muss jetzt die ganzen Orks hier erledigen? Ernsthaft? Alle? Da bist du ja wieder. Komm her. Hier ist jetzt niemand, okay. Die sind aber auch selber schuld. Womit hat er mich jetzt getroffen? Alter, ich hab fast kein Leben mehr. Noch Ausdauer. Den haben wir. Wir haben eigentlich auch wieder Heiltränke, oder? Ein. Den benutzen wir mal. Direkt. Speichern wir trotzdem. So, wir müssen jetzt nur den einen Anführer da eigentlich erledigen, glaube ich. Achso, der lebt ja noch. Bleib stehen! Waffe weg, Mara! Du. So, weg mit denen dann. Ganz ehrlich. Wenn die mich alle angreifen wollen. Das wird dann aber schlimm, wenn wir nachher in den Tempel gehen. Ja, komm her. Hab ich dich endlich. So locken wir ihn hier hin. Nochmal speichern und dann den nächsten. Da bist du ja wieder. Jetzt hörst du mir. Nicht gegen beide gleichzeitig, bitte. Bleib stehen. Jetzt gehörst du mir! So, wie viel Leben hat er eigentlich noch? So, kurz aufladen hier. Hier, Ausdauer.
Da! So. Was hast du davon? So, jetzt haben wir alle Schlüssel. So, alle Schlüssel sind unser. So, und nochmal was futtern, würde ich sagen. Kann noch ein Weilchen dauern. Aber warum wollte der mich jetzt eigentlich kaputt hauen? Verstehe ich nicht. Also warum ist er so gierig? So, nochmal speichern, dann können wir den da erledigen. Bist du ja wieder. Komm her. Obwohl, da ist auch noch einer. Elite-Krieger oder normaler Krieger? Stehen bleiben, Elite. Mora. So, ein bisschen Ausdauer tanken. So, und auch weg mit dir. So, mal gucken, ob die hier vielleicht irgendwo ein Bett haben, damit wir schlafen können. Nicht zu nah an dem. Hab ich dich endlich! Oh, Felsnässe. Keine Ahnung, wer das jetzt war, da hinten. So, Inventar. Wird mal so einnehmen. Ach, wir haben so viel Fleisch noch zum... Ja, gut, dann nochmal so essen. Und nochmal speichern. So, wir müssen wirklich zusehen, dass wir irgendwie einen Weg finden, um Lester wieder zu beleben. Ich dich endlich. Ah, ist ein ganz normaler Ork. Okay. Kein Ork-Söldner, sondern normaler. Bleib stehen, Mora. Ja, komm her. So. Einmal kurz die Flucht ergreifen. Ach nö. So, damit der zumindest. Bleib stehen, Mara. Da kommt. Jetzt kommen sie alle. Was haben wir denn da vorne? Noch mehr Orks bewaffnet. Hier irgendwer hinter mir her jetzt von denen? Ich hab dich in Stücke.
Ich hoffe, ich krieg dann. Nein, der ging daneben. So, den haben wir. Oh, jetzt kommen sie alle. Sind jetzt gezielt hinter mir her, okay. Also hier sind sie jetzt alle feindselig. Ja gut, wie weit kann ich hier in Sicherheit gehen? Bis hierhin würde ich sagen. Einmal was futtern. Und speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.